Ja, herzlich willkommen vom Podium. Wir haben den ganzen Tag Beiträge gehört, Solidaritätsadressen, Kulturbeiträge, die uns sozusagen den Blick geweitet haben für das, was in der Welt so passiert, auch an Widerstand gegen den Rechtsruck. Es ist eine gute Tradition, denke ich, im Rahmen dieser Konferenz zum Abschluss den Blick auf bundesdeutsche Verhältnisse zu richten. Das machen wir traditionellerweise in Gestalt einer Podiumsdiskussion. Ich hätte mir eine andere Sitzordnung gewünscht, dass wir tatsächlich ins Gespräch kommen. Das ist aus technischen Gründen leider nicht machbar. Müssen wir das so versuchen, über Bande oder über die Köpfe hinweg. Unser Thema ist nach der Bundestagswahl 2017, die NATO führt Krieg, die Linke regiert, Fragezeichen. Nun ist das so, dass das Thema Rot-Rot-Grün schon seit einer ganzen Weile in Medien ventiliert wird, in verschiedenen Parteigremien, in allen möglichen Konstellationen. Und es verbinden sich damit sowohl Hoffnungen als auch Befürchtungen. Hoffnungen auf einen Politikwechsel weg von 12 Jahren Merkel hin zu einer vielleicht Regierung einer linken Mitte mit anderen fortschrittlicheren Sozialpolitik, mit einer anderen Außenpolitik, mit anderen Nuancen hier und da in zentralen Punkten. Die Befürchtungen sind natürlich und naturgemäß auch sehr groß, denn es steht ja einiges auf dem Spiel. Nun ist die Rede von einem Lagerwahlkampf. Die Linke ist gehalten, die AfD sozusagen zurückzudrängen und den Kampf um die Köpfe zu führen, die soziale Frage neu zu besetzen. Aber was bleibt da möglicherweise auf der Strecke an linken Inhalten, an Prinzipien, an solchen auch, die im Parteiprogramm festgezurrt, festgeschrieben sind, etwa die antimilitaristische Grundposition der Partei Die Linke? Manche von euch mögen sich erinnern, wir hatten hier eine Konferenz im Nachgang zur Gründung der Partei Die Linke. Das war im Jahr 2006. Oskar Lafontaine hat hier eine Rede gehalten und es ging damals das erste Mal die Rede von den roten Haltelinien. Die waren da erstmal sehr präzise artikuliert, also eine nicht neoliberale Politik, weg von Privatisierung, weg von einer kriegerischen Außenpolitik. Also diese Dinge, die dann auch später im Programm festgeschrieben worden sind, könnten zur Disposition stehen. Das befürchten nicht wenige Kritiker. Und die antimilitaristische Position ist ja nicht irgendeine. Sie ist es, die die Partei für viele Linke auch außerhalb der Partei überhaupt wählbar macht in diesem vorfindlichen Parteienspektrum. Über diese und weitere Fragen, die damit zusammenhängen, wollen wir also zum Abschluss der diesjährigen 22. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz hier auf dem Podium sprechen. Ich begrüße mal als Diskutanten zu meiner Linken Aytak Barani. Herzlich willkommen. Aytak kommt aus Frankfurt am Main. Sie ist aktiv seit vielen Jahren in der Basisinitiative Zusammen e.V., die sie 2006 mitgegründet hat und deren Vorstand sie angehört. Sie sagt von sich selbst, also ihr gehe es darum, jenseits vom linken Szenesumpf und politisch kompromisslerischen Strukturen sich mit Nachbarn und Kollegen klassenbewusst zu organisieren. Zusammen e.V. bezieht sich klar und eindeutig auf die Erfahrungen der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung. Herzlich willkommen, Aytak. Zu meiner Linken sitzt Ellen Brombacher, auch sie herzlich willkommen. Sie ist Bundessprecherin der kommunistischen Plattform der Partei Die Linke. Sie ist als Kind mit ihren Eltern 1959 in die DDR übergesiedelt, hat dort studiert, war bis 1984 hauptamtlich in der FDJ tätig, davon 10 Jahre Berliner FDJ-Vorsitzende und bis 1990 in der SED-Bezirksleitung Berlin für den Bereich Kultur zuständig. Sie ist Mitglied des Berliner Flüchtlingsrates sowie der Partei Die Linke und Delegierte des Bezirks Berlin-Mitte zum Bundes- und Landesparteitag der Linkspartei. Rechtsaußen. An diesem Tisch. Politisch keineswegs. Patrick Köbele, herzlich willkommen. Patrick. Applaus
Patrick ist Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei, DKP. Er trat im Jahr 1977 in die SDRJ, die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, ein und gut ein Jahr später eben in die Mutterpartei, sage ich, die DKP. Er war von 1989 bis 1994 SDRJ-Bundesvorsitzender, lebt in Essen, ist seit vielen Jahren gewerkschaftlich aktiv und Mitglied bei Verdi. Herzlich willkommen, Patrick. Last but not least, zu meiner Rechten begrüße ich ganz herzlich Bernd Rieksinger. Auch er ist ein gestandener Gewerkschafter, gehörte 2000. Herzlich willkommen, Bernd. Er gehörte 2003 zu den Initiatoren von Protesten gegen die Agenda 2010 der rot-grünen Bundesregierung Selig und hat also in verschiedenen Basisinitiativen mitgewirkt, unter anderem sich an der Sozialforumsbewegung in Deutschland beteiligt und war aktiv in der Vernetzung der Gewerkschaftslinken hierzulande. Er war lange Jahre Geschäftsführer von Verdi im Landesbezirk Stuttgart und Gründungsmitglied der WASG, also eine der beiden Quellparteien sozusagen der Linken in Baden-Württemberg. Im Juni 2012 wurde er neben Katja Kipping zum Vorsitzenden der Partei Die Linke gewählt und 2014 in diesem Amt bestätigt. Nochmal herzlich willkommen, Bernd Rieksinger. Bevor wir auf Fragen der Bundespolitik zu sprechen kommen, vielleicht ganz praktisch und konkret in die Niederungen der Realpolitik, und zwar derjenigen auf der Landesebene. Uns erreichte vor nicht langer Zeit, vor knapp 3 Stunden, die Nachricht, der amtierende Bürgermeister Müller hat es verkündet, dass der designierte bzw. schon in Amt befindliche Baustaatssekretär André Holm, also viele von euch haben es ja mitgekriegt, dass hier ein mediales Kesseltreiben gegen ihn veranstaltet wurde wegen seiner Vergangenheit in wirklich sehr jungen Jahren im Ministerium für Staatssicherheit, dass der sozusagen, sagte Müller, im Amt nicht mehr haltbar sei und seinen Hut nehmen müsse. Wir haben darüber berichtet. Bitte haltet euch noch ein bisschen zurück mit Emotionen. Wir müssen jetzt das Ganze von der sachlichen Ebene zunächst mal beleuchten. Also es ist ja so, dass es nicht irgendeine Personalie war, sondern da hing ja ziemlich viel dran, auch am politisches Selbstverständnis der Linken. Die Grünen ihrerseits haben nicht lange gewartet mit ihren Reaktionen. Also Ramona Popp sagte, jetzt sei diese Personalie erledigt und jetzt könne man ans Regieren gehen. Ist es nicht sozusagen jetzt der Punkt, wo die Linke sagen muss, also ganz praktisch, hier geht es wirklich ans Eingemachte, in so einer Koalition zu solchen Bedingungen machen wir nicht mehr mit. Soll ich beantworten, oder? Bernd, natürlich, ich hatte... Ich meine, ich kann das auch. Ja, nee, du sollst aber nicht. Das geht tatsächlich ad pro domo an die Linkspartei. Bernd Rieksinger, bitte vielleicht eine Einschätzung bzw. eine Positionierung zu dieser Frage. Ja, das ist natürlich eine irre Eingangsfrage für eine Grundsatzdebatte, die ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich beantworten kann. Ich kann nur 2 Sachen dazu sagen. Das erste ist, dass ich mich sehr gefreut habe, dass André Holm nominiert wurde. Es war auch von Anfang an nicht wegen seiner vermeintlichen Stasi-Tätigkeit, dass er angeschossen wurde, sondern weil er einen konsequenten Kampf gegen die Spekulanten in Berlin geführt hätte. Ich halte das für völlig falsch, was Müller gemacht hat. Ich habe jetzt nur ganz kurz die Stellungnahme der Linken gelesen, weiß nicht, wie sie sich dazu positionieren in der Landespartei. Aber es war ein völlig anderes Verfahren, intern abgestimmt, auch öffentlich im Übrigen. Erstmal müssten ja die Universitäten dazu äußern, das hat sie bisher ja gar nicht gemacht. Ich persönlich bin der Meinung, nie im Leben hätte dieser Vorgang dazu führen können, dass jemand entlassen werden kann. Also ich bin auch Arbeitsrechtler, das wäre definitiv nicht gegangen. Wie sich die Linke in Berlin jetzt dazu verhält,
Da will ich mich ehrlich gesagt hier nicht dazu äußern. Das ist nicht Sache des Parteivorsitzenden. Das muss der Berliner Land. Ja, das. So Leute, jetzt haltet euch mal zurück mit Zwischenrufen. Wir diskutieren jetzt hier erstmal auf dem Podium und werden die Fragen schon von verschiedenen Seiten beleuchten. Bernd, bitte. Also, Ruhe, bitte. Naja, ihr könnt natürlich jetzt mit mir so diskutieren, nein, aber ihr müsst natürlich verstehen, wir haben darüber nicht reden können, wir haben darüber keine Verständigung. Ich mache doch jetzt hier nicht praktisch vor öffentlichem Publikum dazu eine Aussage. Bevor wir überhaupt irgendwie eine Verständigung mit der Landespartei in Berlin herbeigeführt haben, bevor man da einmal drüber diskutiert hat, also ich, du kannst ja definitiv nicht Parteivorsitzender sein, der einfach so seine Meinung verkündet. Gut, aber nochmal zurück zum Thema. Ich konnte es mir auch deswegen nicht verkneifen, diese Frage zu stellen, weil der Name André Holm ja auch in dem Themabeitrag auftauchte, den du veröffentlicht hast im Vorfeld der Konferenz. Und es ist vielleicht auch nicht ganz so abwegig, wenn wir die Sache sozusagen auf eine andere Ebene heben, die Bundespolitik in den Blick nehmen und den Namen Müller zum Beispiel gegen Sigmar Gabriel austauschen. Der ist ja derjenige, der möglicherweise jetzt im Gespräch ist, also so einer rot-rot-grünen Koalition. Das ist ja eine sehr hypothetische Sache und die Umfragewerte geben ist ja auch gar nicht her nach Lage der Dinge einer solchen Koalition vorstünde als Kanzler. Aber meine Frage trotzdem, ist das, was ist das für eine Debatte über Rot-Rot-Grün, die da im Moment in deiner Partei geführt wird? Also dieser Gabriel, ihr habt im Programm stehen gegen Waffenexporte, gegen TTIP und so weiter, also alles Essentials für den glattes Gegenteil, eine Person wie Sigmar Gabriel steht. Also wie soll das gehen, eine sozialere Politik mit solchen Exponenten? Naja, jetzt muss man mal erst sagen, ihr bezieht euch wahrscheinlich bei der Debatte über diese Gespräche, die Parlamentarier von SPD, Grünen und Linken miteinander geführt hatten. Bei keiner dieser Gespräche war die Parteiführung dabei. Und wir führen auch keine solche Gespräche. Wir werden auch keinen Regierungswahlkampf Rot-Rot-Grün machen, sondern wir werden einen Wahlkampf machen. Ja, vielleicht klatschen nachher nicht ganz alle. Wir werden einen Wahlkampf machen für unsere Inhalte. Und die haben wir klar formuliert. Ich selber habe immer die Einschätzung abgegeben, dass wir derzeit kein linkes Lager haben in Deutschland. Man kann die SPD-Politik oder die grüne Politik nicht als links bezeichnen. Ich habe aber auch nie gesagt, wir stehen dahin und sagen als Linke, wir wollen auf keinen Fall regieren, sondern wir haben klar unsere Maßstäbe formuliert und darüber gibt es auch in der Linken einen breiten Konsens. Das heißt, wir machen nichts, was nicht einen radikalen Bruch mit der neoliberalen Politik darstellt. Da geht es nicht irgendwie um kleine Korrekturen wie jetzt bei der Rente oder ähnliche Dinge, sondern es geht wirklich um einen grundlegenden Bruch und die Neuausrichtung einer völlig anderen Politik. Und da haben wir Maßstäbe dafür formuliert, die ich jetzt aus Zeitgründen nur schlagwortartig sagen kann. Wir wollen definitiv eine Rente, die armutsfest ist und die den Lebensstandard sichert und die nichts mit der bisherigen Rentenpolitik zu tun hat. Wir haben heute unser Programm vorgestellt. Wir wollen da Niedriglohnfaktoren einbauen, die zum Beispiel einer klassischen Verkäuferin, die 1900 Euro brutto hat, 270 Euro mehr auf den Tisch bringt. Wir haben gesagt, wir machen keine Politik, die nicht den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht und praktisch ein klares Programm gegen prekäre Arbeit enthält. Drittens, wir machen keine Politik, die nicht das Öffentliche stärkt. Öffentliche Infrastruktur, die öffentliche Daseinsvorsorge, ein Programm für mehr Personal in Bildung, Erziehung und Gesundheit. Und viertens, das wird im Übrigen neben der Außenpolitik, die hier immer diskutiert wird, praktisch der größte Konflikt, das größte Konfliktfeld. Wir haben immer gesagt, wenn du eine Reformpolitik machen willst, musst du gesellschaftlich umverteilen, du musst den Reichen in die Tasche greifen. Wenn sowas nicht gemacht wird, kannst du definitiv als Linker nicht in eine Regierung eintreten. Aber darf ich trotzdem noch mal dazwischen fragen? Ich muss das nur schon fertig machen und auch mit der Friedensfrage. Das war ja keine Rhetorik, auch von mir nicht auf dem letzten Parteitag, dass wir gesagt haben, die Friedensfrage ist das zweite Standbein der Linken, neben der sozialen Frage. Wenn man
wenn man ein Bein umschlägt, dann fallen wir um. Und deswegen wird es auch in der Frage Kampfeinsätze der Bundeswehr, wird es keine Zugeständnisse geben, auch nicht als Türöffner, auch nicht als Türöffner für eine Regierung. Wir würden uns definitiv selber umbringen, wenn wir das machen. Ich habe aber auch gar nicht die Angst. Ich habe nicht die Angst. Das ist so eingeschweißt in das Verständnis der Delegierten. Auf keinem Parteitag würde ein Koalitionsvertrag, in dem Kampfeinsätze der Bundeswehr möglich sind, auch nur eine Chance haben, verabschiedet zu werden. Also ich glaube, da hat die Linke einen klaren Standpunkt. Die wird auch verkörpert. Ihr könnt das Misstrauen immer äußern. Aber wenn quasi die komplette Führung und die kompletten Parteitage und das Bundestagswahlprogramm, das heute vorgestellt wurde, klar diese Inhalte beinhalten, dann kann man natürlich immer Zweifel haben. Aber erstmal ist das der Wille, der politische Wille der Partei, den ich doch bitte ernst zu nehmen und für den wir als Führung auch stehen. Und Misstrauen ist immer angebracht. Aber erstmal ist das die Beschlusslage und mit dieser Beschlusslage gehen wir auch in den Wahlkampf. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir weiter in die Runde gehen. Also nicht vielleicht, eine letzte Frage. Es ist ja so gewesen, in den vielen Jahren, viele Jahrkämpfe, Wahlkämpfe hat die Partei, die PDS damals bestritten mit dem zentralen Slogan, Veränderung beginnt mit Opposition. Also das Misstrauen kommt vielleicht auch daher, dass diese Debatte sich jetzt immer mehr und immer stärker hin zu so Fragen von Bündnispolitik auch auf Bundesebene verlagert und die Frage von einer Einbindung der Basis, also das ganze Herkommen der Partei, die Proteste gegen die Agenda 2010, auch in der du beteiligt warst und so. Also die Präsenz auf der Straße hat ja doch deutlich zurückgenommen. Also das ist ja nicht im luftleeren Raum auch diese Debatte, die darum führt, die Kritik, die kommt an dieser Orientierung. Das ist aber wirklich eine sehr gewagte These, weil also hier sitzt ein Parteivorsitzender, der die letzten 4,5 Jahre diese Partei in hohem Maßstab auf außerparlamentarische Aktivität aus Verankerung in Gewerkschaften und in der Gesellschaft ausgerichtet hat. Wir machen seit 2 Jahren eine Kampagne gegen prekäre Arbeit, haben ausdrücklich praktisch gesagt, dass die Partei nicht verbal hat sie das immer gemacht, sondern tatsächlich eine stärkere Rolle in den sozialen Kämpfen, in den sozialen Auseinandersetzungen spielen muss, dass sie eine größere gewerkschaftliche Verankerung braucht. Und wer mich kennt, weiß, dass ich immer seit 40 Jahren für eine kämpferische Gewerkschaftspolitik gestanden habe. Da geht es drum. Wir haben viele Kongresse, viele Aktionen gemacht, wo zum Teil auf Streikkonferenzen 800-900 junge Leute kommen, Gewerkschafter, die sich an so einer linken Politik orientieren. Und ich habe im Übrigen auch immer gesagt, dabei bleibt es auch dabei, du kannst auch keine Politik machen, auch wenn du in eine Regierung eintrittst, ohne dass es praktisch eine außerparlamentarische Kraft gibt und außerparlamentarische Kämpfe gibt. Es wäre eine völlige Illusion, alleine über das Parlament irgendwas verändern zu können. Für diese Ausrichtung quasi der Linken als außerparlamentarische Kraft steht eindeutig diese Führung. Stichwort außerparlamentarische Kämpfe, Aytac, das ist ja nun wirklich das Feld, auf dem du dich bewegst, also die täglichen Auseinandersetzungen an der Basis in der antirassistischen Arbeit gegen Kürzungspolitik. Du hast im Interview mit der Jungen Welt gesprochen, im Vorfeld der Konferenz von einem Frustpotenzial, das entsteht, also auch durch diese Debatten um Rot-Rot-Grün, um Regierungsbeteiligungen. Wie verfolgst du die Debatte? Welche Kritik würdest du äußern an entsprechenden Orientierungen, die da ausgegeben werden in Teilen der Linkspartei und darüber hinaus? Hallo. Erstmal muss ich mal sagen, dass ich das ziemlich toll finde, wie lebendig das Publikum hier ist. Das habe ich selten erlebt und ich kenne das eigentlich nur aus Geschichtsbüchern. Und also mehr davon und ich wünsche mir das auch für die Zukunft. Also Bernd, du sagst, dass SPD und Grüne gar keine linke Parteien sind. Und dass ihr Politik nur machen könnt in einer Art Linksregierung. Aber dann könnt ihr doch keine Politik machen an der Regierung, wenn du das so deutlich sagst. Ja? Deshalb verstehe ich diesen Widerspruch nicht, dass du auf der einen Seite ganz eindeutig und klar sagst, mit diesen Verbrecherparteien können wir nicht an einem Tisch sitzen und gleichzeitig aber sagst, wir können es doch.
Und das kann ich nicht verstehen. Und und eindeutig sind diese Parteien Verbrecherparteien. Ich möchte überhaupt nicht, ich hoffe, es macht jemand anders vielleicht in der Runde, darauf eingehen, warum ich das sage, weil ich glaube, das brauche ich hier nicht zu sagen. Aber woran müssen wir euch, die Leute, die an der Basis stehen, tatsächlich messen? Wir können euch nicht an Worten messen, die ihr heute im Wahlkampf sagt. Wir müssen euch an euren Taten messen. Und dann fange ich mal an mit dem ganz aktuellen Thema Umverteilung. Umverteilung von Geldern. Gerade hat die rot-rot-grüne Regierung im Land Berlin beschlossen, dass 45 Millionen Euro für die Polizei ausgegeben werden. Vielen Dank. Wir werden dann auf der Seite stehen, wo dann Megaladungen Pfefferspray auf uns loskommen, weil wir gegen Faschos auf die Straße gehen. Das verstehe ich nicht unter linker Umverteilungspolitik, auch nicht unter sozialdemokratischer Umverteilungspolitik. Aber gut, das ist ja nur das eine. Dann redest du von der Friedenspolitik oder Antikriegsposition der Linkspartei. Entschuldigung, Bodo Ramelow hat im Juli 2016, also nicht allzu lange her, gesagt, wir wollen das mit der NATO mal nicht mehr so dogmatisch sehen. Was meint er damit? Aber das reicht nicht. Ich finde, wenn man heute die Linkspartei einschätzen will, sollte man sich die Linkspartei mal genau angucken. Die Linkspartei hat hier in Berlin mitregiert schon. Was hat sie in Berlin getan? Erinnern wir uns. Ich meine, ich konnte damals auch das schon bewusst wahrnehmen. Die Linkspartei hat in Berlin sozialen Wohnungsbau, den es hier gegeben hat, Sozialwohnung privatisiert. Zehntausende Sozialwohnungen wurden hier tatsächlich privatisiert. Du redest in deinem Artikel davon, dass in kommunaler Politik und so weiter begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten sind. Stimmt. Aber wer hat dazu beigetragen? Zum Beispiel in Berlin. In Berlin hat die Linke dazu beigetragen, indem sie dem Land 21,6 Milliarden Euro an Schulden aufgebürdet hat. Wodurch? Indem man die Bankgesellschaft Berlin damals abgewickelt, gerettet, nennt's wie ihr wollt, aber so war das. Diese Schulden sind immer noch da. Was ist noch passiert? Die Linke hat es mitgetragen, dass man aus der Tarifgemeinschaft der Länder ausgestiegen ist. Das hat dazu geführt, dass 8 bis 12% weniger Lohn für die Leute da sind. Und du bist ja Gewerkschafter. Und vielleicht ist es gerade, weil du Gewerkschafter bist, einfacher, das heute zu vermitteln, dass man eine soziale Politik machen möchte. Aber ich sage wieder, wir können euch nur an euren Taten messen. Möchtest du darauf eingehen? Oder? Ich wäre noch nicht ganz fertig, weil du, Stefan, hast ja auch nochmal die Massenproteste 2004 angesprochen. Was ist denn damals gewesen? Ich glaube, Bernd, du warst selber damals auch Organisator von Protesten. Was war damals? Die Leute sind auf die Straße gegangen gegen die rot-grüne Politik, gegen die Hartz-Gesetze. Und was ist davon übrig geblieben? Abgesehen davon, dass parallel dazu hier im Land Berlin, wo ja die rot-rote Regierung war, tatsächlich diese Proteste eingestampft wurden, wurde auf bundesweiter Ebene zwar, hat die Linkspartei Proteste mitorganisiert, aber im Letzteffekt sozusagen die Proteste in die Passivität getrieben. Wie? Indem man Stellvertreterpolitik angeboten hat, anstatt dass man versucht zu erklären, wie können sich denn diese Leute, die auf der Straße sind, für die Zukunft organisieren, für die nächsten Kämpfe organisieren. Anstatt die Kämpfe voranzutreiben, als der DGB damals mit Michael Sommer an der Spitze, die ganzen Proteste gestoppt hat, er hat damals von Denkpause geredet. Entschuldigung, das war keine Denkpause, das hieß, jetzt ist mal Schluss mit Demonstrieren. Da hat die Linkspartei nicht gesagt, nee Leute, wir müssen jetzt mal hier weitermachen. Ich möchte ein Zitat bringen von Lafontaine, was uns vielleicht klar macht, was jemand, der ja zurzeit als besonders links oder besonders, keine Ahnung, kämpferisch durchgeht in der Linkspartei, damals schon gesagt hat. Und zwar, da war er zwar noch SPD-Mitglied,
Aber ich finde, man sollte Herrn Lafontaine schon so messen, wie er eigentlich schon immer Politik gemacht hat, nämlich als einen besonders klugen Strategen. Er hat damals gesagt, ein Senat, der der Bevölkerung Opfer abverlangt, darf nicht eine enttäuschte CDU an eine sozialpopulistisch agierende PDS zum Gegner haben. Wer sparen will, ist gut beraten, die PDS ins Boot zu holen. Ich glaube, das ist bis heute genau das, was die Herrschenden in diesem Land sich denken. Man ist gut beraten, euch ins Boot zu holen, wenn man heute in diesem Land sparen will. Und dafür bietet ihr euch auch an. Und das können wir nicht akzeptieren. Und ich kann nur sagen, also ich kann fast gar nichts mehr zu dieser Politik sagen, die ihr macht, weil mir wirklich wenig noch dazu einfällt. Aber was würden wir sagen, was man davon halten soll? Abstand, bitte. Ja? Abstand von dieser Politik, die ihr macht. Aber das reicht nicht, denn das ist das Mindeste, was man tun kann. Man sollte eigentlich das als Kampfansage verstehen gegen die Basis. Weil, wenn ihr vorhabt, tatsächlich mitzuregieren, so wie ihr schon mitregiert habt, dann heißt das, das ist eine Kampfansage gegen die Lohnabhängigen in diesem Land. Und dann müssen wir uns aber gut aufstellen, wenn wir euch oder das, was ihr vorhabt, mit uns abwehren wollen. Dann müssen wir uns besonders gut aufstellen. Und dass unser sozusagen Ansatz ist, uns klassenbewusst, eigenständig und unabhängig zu organisieren, heißt auch unabhängig von der Linkspartei, von dieser Linkspartei, die genau diese Pläne schmiedet, uns sozusagen weiterhin in die Bredouille zu bringen und zu bedrängen. Und Massenarbeit, also ich kann vielleicht nur Stichworte dazu nennen, was wir denken, was man unbedingt tun muss, ist, dass die Menschen in diesem Land, aber vor allem die Arbeitenden, die Arbeiterklasse, sich besinnt auf ihre eigene Kraft und auf ihre eigene Macht und nicht das abgibt sozusagen an irgendeine andere, die sagt, wir machen das schon für euch. Das ist, finde ich, jetzt schon historisch bewiesen, dass sie es nicht tun werden. Und was ist unsere Macht? Es ist unsere Streikmacht. Ganz klar. Und das ist keine Proklamation, sondern was ich meine ist, das ist sozusagen unser, wir müssen uns bewusst sozusagen werden, dass das das Einzige ist, was wir haben. Und das müssen wir organisieren. Das müssen wir leider auch gegen die Gewerkschaftsführungen organisieren. Das ist auch nicht so, dass wir das legalistisch machen können. Es gab immer schon zuerst den Streik und dann das Streikrecht. Das heißt, wenn, dann müssen wir uns das einfach nehmen. Und sonst, es wird niemals, das kann ich garantieren, glaube ich, heute, dass es niemals ein Recht auf politischen Massenstreik in diesem Land geben wird. Aber was es geben muss, ist ein Bewusstsein, dass das der einzige Weg ist, den wir beschreiten können. So. Ja, wir wollten vermeiden, dass wir hier sozusagen parallele Statements haben. Also das sind ja schwere Vorwürfe, auch die du geäußert hast und Bedenken sowieso. Vielleicht, Bernd Rixinger, wenn du den Faden aufgreifen willst beziehungsweise den Ball zurückspielen oder damit umgehen möchtest mit den Argumenten, eine Antwort, glaube ich, wird erwartet. Naja, es wird eine Antwort erwartet, aber ich finde es einen komischen Duktus der Debatte. Also ich war bei den Protesten selber dabei. Ich glaube, war maßgeblich, dass wir da 100.000 Leute und sehr viele Gewerkschaften auf die Straße gebracht haben. Damals gab es die Linkspartei überhaupt nicht. Die Linkspartei ist 2007 gegründet worden. Also die erste Demonstration war 2003. Also ich meine, ehrlich gesagt, wenn man da Geschichtsbewältigung macht in sozialen Kämpfen, sollte man vielleicht damit ein bisschen vertraut sein. Und es war natürlich, ja, gab es die Linke? Die Linke ist 2007 gegründet worden. Aber Entschuldigung, die WASG ist 2004 gegründet worden. Ich war selber Mitglied der WASG. Wir haben keine Kämpfe abgebogen, wir haben sie vorangetrieben. Es wäre zum Beispiel ohne den Verdi-Bezirk Stuttgart, in dem ich Geschäftsführer war, wären die ganzen Gewerkschafter gar nie hingegangen. Dass da 100.000 Leute auf der Straße waren, war zum ersten Mal, dass sich quasi eine Basis innerhalb der Gewerkschaften bewegt hat, über die Bezirke, über die
Vertrauensleutekörper über die Ortsvereine, ohne bei ihrer Führung nachzufragen. Und es war in hohem Maße unser Verdienst in dieser Auseinandersetzung, dass wir nicht gewartet hatten, bis eine Gewerkschaftsführung irgendwas beschließt. Daraus jetzt das Gegenteil zu machen, halte ich für völlig falsch. Dass die Gewerkschaftsführung das dann abgewürgt hat, ist durchaus eine richtige Einschätzung. Das sehe ich ganz genauso. Trotzdem waren die Basiskräfte nicht ausreichend genug, um das auch gegen die Gewerkschaftsführung weiterzutreiben. Es gab ja verschiedene Versuche. Wir haben dann dieses Bündnis gegründet. Wir zahlen nicht für eure Krise. Das hat noch weitere Demonstrationen auf die Füße gebracht. Die waren zum Teil kleiner, mit 30.000 Leuten, mit 70.000 Leuten. Es war aber nicht so, dass dort die linken Kräfte und die WASG und später die Linke nicht eine bedeutende Rolle gespielt hätten. Also die ganzen Demonstrationen, die danach kamen, 2009, nach der Finanzkrise, wären ohne die Linke überhaupt nicht möglich gewesen. Da war die Linke sowohl ein starker organisatorischer Grund wie auch eine Partei, die stark diese Proteste mit finanziert hat und diese Bündnisse mit aufgestellt hat. Also ich stehe auch dafür ganz stark, dass es diese außerparlamentarischen Ansätze gibt. Und ich stehe auch ganz stark dafür, dass die Linke diese außerparlamentarischen Ansätze vorantreibt. Und da kann man uns in der Tat an unseren Taten messen. Ich bin Bundesvorsitzender der Partei, ich habe die Bundespolitik zu verantworten. Diese Berliner Regierungspolitik ist auch in der Partei Die Linke, insbesondere damals gab es ja Die Linke noch nicht, das war ja die PDS, die quasi in dieser Regierungskonstellation drin war, war starker Kritikpunkt aus der WASG, aus der ich kam. Das war im Übrigen ein starker Vorbehalt, ob wir mit der PDS in eine gemeinsame Partei gehen. Die ganze Frage der Privatisierung der Wohnungswirtschaft, die ganze Frage damals mit den Banken. Und das war auch der Hintergrund dafür, dass die Linke für Regierungsbeteiligung auf der Bundesebene klare Haltelinien formuliert hat, die auch heute wieder im Programm drin sind. Die haben sich nicht verändert. Ich bin bloß persönlich der Meinung, dass es nicht ausreichend ist, defensive Haltelinien zu formulieren, für was wir nicht stehen. Steht auch im neuen Programm drin, dass die Linke in keine Regierung eintritt, die Kampfeinsätze der Bundeswehr beschließt. Steht genau drin, wie in den Haltelinien der letzten Jahre, wird auch in jedes Programm reinkommen. Ich glaube nur, dass wir eine Vorwärtsstrategie brauchen, dass die Leute auch wissen, nicht nur gegen was wir stehen und was wir nicht machen, sondern auch, was wir positiv verändern wollen. Wir haben ein Stück weit eine andere gesellschaftliche Situation. Es reicht nicht mehr aus, nur keinen Sozialabbau und keine Tarifflucht zu machen, sondern wir müssen quasi ja die Dinge wieder rückbauen. Also du kannst nicht einfach sagen, das muss gestoppt werden, sondern es muss ein Reformprogramm gemacht werden, ein linkes Programm gemacht werden, wo ganz klar sagt, die Verhältnisse müssen grundsätzlich geändert werden. Und dafür stehen wir, und das haben wir auch deutlich formuliert, und da kann man uns in der Tat auch hinterher an unseren Taten messen. Ich will noch mal einen Gedanken aufgreifen, den Bernd Rieksinger in seinem Debattenbeitrag in der Jungen Welt letzte Woche artikuliert hat. Es ist das Stichwort von einer radikalen Demokratisierung des Staates. Das ist das, was du auch eben mit anderen Worten eingefordert hast als Voraussetzung dafür, dass sozusagen soziale Fortschritte auch erkämpft werden können, durchgesetzt werden können. Nun hat sich Patrick Köbele in seinem Beitrag, der einen Tag nachdem von Bernd Rieksinger auf den Themaseiten erschienen ist, der Jungen Welt, genau zu dieser Frage, zu der Staatsfrage nämlich geäußert und davon ausgehend sehr grundsätzliche Bedenken mit Blick auf eine Regierungsbeteiligung in so einer Konstellation, Stichwort Rot-Rot-Grün, geäußert. Patrick, bitte, wie würdest du dem Bernd äußern auf die Vorstellung, die er gerade eben artikuliert hat, mit Blick auf Veränderung des Staates auch? Na, ich fange vielleicht mal so an, aber ich habe sicherlich viele, viele Kritik an der Linkspartei. Aber ich glaube, dass es uns überhaupt nicht weiterbringt, wenn wir das so moralisierend damit umgehen. Und meine größte Kritik an der Linkspartei, die, glaube ich, nicht moralisierend ist, ist, dass bei dieser ganzen Debatte um Regierungsbeteiligung
die Frage, in was für einem Land wir leben, eigentlich nie konsequent gestellt und beantwortet wird. Wir leben in einem Land, das Krieg führt. Wir leben in einem Land, das es geschafft hat, sich selber zu einem Niedriglohnland im Verhältnis zu seiner Produktivität zu machen und das derzeit die EU und den Euro als schärfste Waffe ausnutzt, um die Peripherie dieser EU auszubluten und damit sich Spielräume für die Bestechung kleiner Teile der eigenen Arbeiterklasse zu verschaffen. So. Wenn wir uns allein diese beiden Punkte angucken, also Krieg führen und sich selber zu einem Niedriglohnland machen, dann sollten wir nicht vergessen, beide diese Punkte sind uns einmal verkauft worden unter dem Stichwort Politikwechsel. Weil beide diese Punkte sind dadurch zustande gekommen, ich sage es in meinen Worten, dass die herrschende Klasse gesagt hat, wir übertragen die Führungsgeschäfte des Staates jetzt einer SPD-Grünen-Koalition, die uns die Wege für Angriffskriege freimacht und die uns die Agenda 2010 beschert hat. So. Und jetzt soll man bitte doch eines nicht machen, nämlich nicht die herrschende Klasse für doof halten. Das hat sie natürlich gemacht, weil die Einbindung von Kräften in die Verwaltung der Staatsmacht dazu dient, Widerstand zu lähmen. Und jetzt müssen wir uns doch, und das dürfen wir doch auch mal tun, die Frage stellen, was könnte denn die herrschende Klasse in diesem Land dazu bringen, dass sie vielleicht selber auch sagt, ach, warum nicht auch mal mit der Option Die Linke einbinden spielen? Und da ist doch ein Beispiel schon gekommen. Ein Beispiel ist doch schon gekommen. Weil Holm, da geht es doch nicht darum, ob man einen bestraft, weil der mal beim MFS war. War er ja noch nicht mal. Sondern es geht darum, dass man mit der DDR-Vergangenheit so abrechnen muss, dass der Unrechtsstaat gesetzt wird. Wenn ich diese drei Dinge, Angriffskrieg nach außen, Angriff nach innen und DDR-Unrechtsstaat nehme, dann muss ich natürlich leider sagen, ich komme zu der Überzeugung, dass es zumindest eine Option sein kann für die herrschende Klasse, die Linkspartei einzubinden. Weil bei der dritten Option, besser kann man es doch nicht machen wie in Thüringen unter Bodo Ramelow, muss man doch sagen. Bei der zweiten Option habe ich Hoffnung, Bernd, in Leute wie dich, weil ich weiß, dass du aus der Tradition des gewerkschaftlichen Massenkampfs kommst. Ich weiß aber auch, weil ich schon selber erlebt habe, dass zum Beispiel eure Kommunalpolitiker ganz oft dazu neigen zu sagen, nein, da können wir doch jetzt keine Fundamentalopposition machen. Wenn wir kleinen Erhöhungen von Gebühren für Massen zustimmen, können wir uns doch vielleicht in der nächsten Runde mit der SPD auf sonst irgendwas einigen, habe ich selber schon oft genug erlebt. Und in der ersten Frage fällt mir auf, dass immer mehr die NATO-Frage gar nicht mehr benannt wird. Und liebe Freundinnen und Freunde, und da auch lieber Bernd Ritzinger, das wäre ein tatsächlicher Tabubruch. Aber er wird ja von eurem Bundesschatzmeister schon angekündigt, der nach dem letzten Gespräch der drei Parlamentariergruppen dann gesagt hat, naja, da muss man sehen, das steht zwar bei uns im Programm, aber das muss ja nicht in einem Regierungsprogramm stehen. Und an diesem Punkt wird sogar eure innerparteiliche Demokratie ausgehebelt. Und das macht mir tatsächlich Sorgen. Und da habe ich auch Angst, tatsächlich letzten Endes ein Stück bei dir, weil ich aus dem, was ich gelesen habe von dir, ungeheuer viele Illusionen in die Frage gelesen habe, was ist denn dieser Staat? Dieser Staat ist erstmal ein kapitalistischer Klassenstaat. Es gibt eine herrschende Klasse und eine beherrschte Klasse. Ja, es gibt eine parlamentarische Form der Verwaltung dessen,
Aber diese parlamentarische Form der Verwaltung dessen hat vor allem auch die Aufgabe, Kräfte wieder einzubinden. Und ich glaube, die arbeiten ganz kräftig daran. Und ich glaube, ihr habt zu viele, die darauf warten, dass sie auch eingebunden werden. Und das macht mir tatsächlich Sorgen. Also du hast dich kategorisch in diesem Beitrag gegen Regierungsbeteiligungen in dieser Konstellation geäußert, einerseits, andererseits aber doch konzidiert, zugestanden, in bestimmten geschichtlichen Konstellationen kann sowas schon mal nötig sein. Nun wird ja argumentiert, der Aufstieg der AfD, der Rechten und so weiter, um die klein zu halten, zurückzudrängen, sei so etwas gerade nötig. Was würdest du solchen Leuten entgegnen, die diese Position vertreten? Also ich fürchte, dass genau das Gegenteil passieren würde. Es würde nämlich das passieren, dass die, die aufgrund ihrer berechtigten Perspektivangst zu den Rassisten getrieben werden, dass die hinterher erleben, Mensch, wenn sie in die Regierung gehen, sind sie auch nicht anders wie die anderen. Und dann würde als Ergebnis der Rechtsruck eher verschärft werden. Das erleben wir doch auch in anderen europäischen Ländern. Und ich bin da insofern völlig bei Bernd. Wir werden auch diese Frage der Rechtsgefahr nur dadurch hinkriegen können, dass wir von links der Perspektivangst von Massen wieder einen linken Ausweg geben, und der heißt Klassenkampf. So, last but keineswegs least, Ellen Brombacher, du hast auch einen Beitrag, unabhängig jetzt von dieser Diskussion, die wir geführt haben, auf den Themaseiten in der Jungen Welt veröffentlicht, also eine ganze Weile vor dem Text von Bernd. Das war sozusagen im Rahmen einer Debatte auch in der kommunistischen Plattform und darüber hinaus, die dort geführt wurde. Du hast sehr grundsätzliche Vorbehalte gegen ein Bündnis Rot-Rot-Grün dort artikuliert. Vielleicht kannst du deine Kritik nochmal zusammenfassen, und ich stelle jetzt einfach mal eine Doppelfrage. Wie beurteilst du das, dass nun doch also in ziemlich bedeutenden, nicht in irgendwelchen Seitengremien, sondern wirklich namhafte Vertreter der Partei auf allen Ebenen, also diesen Dialog führen? Also ihr alle kennt den Trialog, also der jetzt von linker Seite begleitet von Bodo Ramelow das nächste Mal am 24. Januar stattfinden wird. Also diese zunächst Hinterzimmergespräche, jetzt aber dann doch mehr oder weniger offiziösen Charakters mit Pressepräsenz geführt werden, wo sozusagen ausgewählte Parlamentarier sich verständigen über Gemeinsamkeiten. Es gibt andere, auch institutionalisierte Formen schon seit langer Zeit, zum Beispiel das Institut Solidarische Moderne von Katja Kipping und anderen ins Leben gerufen, 2010 bereits, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist doch etwas, also was, wo es sehr starke Teile, wie es zumindest dem kritischen Beobachter scheint, hindrängen zu dieser Regierungsbeteiligung, eben nicht nur auf Länder, sondern auch auf Bundesebene. Das sind ja die Fragen, die dort diskutiert werden. Also es ist nicht so, dass das nur meine persönliche Meinung ist. Wir hatten heute Sitzung planmäßig. Der Vertreter der Länder, der kommunistischen Plattform, es hat nicht einen gegeben, der keine prinzipiellen Vorbehalte, und das ist schon relativ zurückhaltend ausgedrückt, gegen eine rot-rot-grüne Regierung im Bund geäußert hätte. Es gibt in dieser Frage bei uns sozusagen eine sehr einhellige Auffassung. Ich will eine Bemerkung, wenn das gestattet ist, doch machen, auch wenn das nicht direkt zum Thema gehört, zu dem Vorgang André Holm. Also die Tatsache, dass ein Staatssekretär Hans-Maria Globke in der Bundesrepublik Deutschland, der die Nürnberger Rassegesetze formuliert hat, Staatssekretär und Kanzleramtschef sein konnte, und jemand, der als junger Mann mit 17, 18 Jahren meinte, und vielleicht hat das ja nicht nur gemeint,
dass er durch die Mitgliedschaft in der Staatssicherheit und im Wachregiment Felix Dzerzhinsky seinem Staat der DDR dient und darüber hinaus nichts gemacht hat. Dass der eine Staatssekretär sein kann und bleibt und der andere wird dafür entlassen, zeugt von einem unbeschreiblichen Hass dieser deutschen Bourgeoisie auf den Versuch, in einem Teil Deutschlands in einem Teil Deutschlands etwas anderes versucht zu haben als diese Dreckskapitalherrschaft. Zweitens, das wird jetzt vielleicht nicht so gefallen. Wir sind hier alle Linke unterschiedlichster Schattierung. Ich kenne den Bernd, seit er diese Funktion innehat. Und ich finde, wir sollten unsere Meinung austauschen. Ich stimme mit Bernd, das wissen wir auch beide voneinander, auch wahrlich nicht in allen Punkten überein. Aber alles, was unter Linken in die Richtung von Tribunal kommt, sollten wir uns sparen, darüber freuen sich nur die Gegner. Und jetzt zur eigentlichen Frage. Also Bernd hat gesagt in seinen Ausführungen, dass er keine Angst hat, dass in der Friedensfrage etwas passiert. Diese Position habe ich nicht. Ich habe große Angst. Ich hätte sie nicht, das will ich auch sagen, wenn Bernd mit den Positionen, wie immer man im Einzelnen dazu steht, die er in der Jungen Welt aufgeschrieben hat, die er heute gesagt hat, derjenige wäre, der darüber alleine entscheidet. Aber ich habe im letzten halben Jahr, seit die Medien, die uns doch eigentlich nicht mögen, ununterbrochen dieses Projekt R2G befeuern. Mal aus der Jungen Welt und aus dem ND mir die Artikel alle ausgeschnitten, die diese Thematik betreffen, und zwar unter dem Aspekt der Behandlung der Thematik durch Protagonisten meiner Partei. Und da muss ich sagen, Gallert, Ramelow sowieso, Dietmar Bartsch, alles, was ich jetzt sage, könnte ich, wenn das ein Referat wäre, zitatmäßig belegen, und zwar nicht nur einmal. Michael Schlecht, vorneweg, der hatte das ja schon bei seinem Abschied in Magdeburg erklärt, in Bielefeld, Gregor Gysi, Holter, der Bundesgeschäftsführer und viele andere, die alle machen auch und sehr stark die Musik. Und da entsteht eine Atmosphäre, wo man sogar den Eindruck haben kann, jeder, der da Vorbehalte hat, ist ein bisschen plemplem. Der ist ein bisschen zurückgeblieben, ein bisschen eng, der begreift nicht, dass auch für uns Thatcher gilt. There is no alternative. Was ist die Sorge? Die Sorge ist, dass ich wäre ja auch für eine Linksregierung in Deutschland. Nur, welches sind denn die Partner? Das ist ja hier schon benannt worden. Die Grünen, heute früh ist über den Ticker gelaufen bei NTV, dass nun die Länder, wo die Grünen mitregieren, Afghanistan bereit sind, auch mit zu einem sicheren Herkunftsland zu erklären. Welch ungeheure linke, humanistische Position, Afghanistan. Heute früh ging über den gleichen Ticker, und dasselbe kann man ja jeden Tag erleben, über den gleichen Ticker NTV, dass nun sich die Anzahl derer erhöht, die dem sozialdemokratischen Justizminister zustimmen, dass man elektronische Fesseln einführen kann. Gleichzeitig laufen die Debatten darüber, wer alles Gefährder sind. Es sind jetzt auch schon die Linken. Nicht mehr nur die, wo es ausging.
Die Dinge, die teilweise diskutiert werden, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, gehen in die Richtung schutzhaft. Mein Vater hat in Sachsenhausen und Mauthausen 4 Jahre schutzhaft genossen. Nie wieder für niemanden. Mit denen kann man nicht. Und wenn man dann eben trotzdem dauernd sagt, aber man müsste ja doch mal und alleine können wir es doch auch nicht wuppen. Naja, na sicher nicht. Mit denen aber schon gar nicht. Da muss ich sagen, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben es mit reinem Wunschdenken zu tun. Und da will ich mal eine Sache zitieren, also meiner Meinung nach. Da will ich mal eine Sache zitieren aus dem Jahre 2012, April. Da war eine Konferenz des FDS. Dort hat der damalige Chef der Grundsatzabteilung der Partei, Falkner, gesprochen. Und die zwei Sätze, um die es da geht, will ich mal vorlesen. Was die großen Fragen von Euro-Rettung und Finanzkrise anbelangt, so hat Sigmar Gabriel die richtige Alternative aufgemacht, demokratiekonforme Märkte versus Merkels marktkonforme Demokratie. Und jetzt bitte, jetzt kommt's, das ist nun wirklich eine historische, systemverändernde Schlacht. Und die gewinnt man nur mit einem breiten, handlungsfähigen politischen Block. Und dann kommt noch dazu, vieles spricht dafür, Hollande war gerade gewählt worden, ihr erinnert euch an die Jubelfeiern, vieles spricht dafür, dass die französischen Präsidentschaftswahlen beträchtliche Dynamik in diese Dinge bringen werden. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, wenn man etwas sucht, was sozusagen exemplarisch beweist, was Illusionen und was Voluntarismus ist, dann sind es diese Sätze. Wir sollten diese Fehler im Herangehen nicht wiederholen, weil Wunschdenken eine große Gefahr ist. Das ist übrigens auch eine Erfahrung, die ich aus der DDR mitbringe. Wir waren da auch nicht so ganz frei von. Wunschdenken impliziert, dass nicht mehr problematisiert wird, was den Wünschen entgegensteht. Das ist das eigentliche Problem. Wir sagen, wir können in die Regierung gehen und trotzdem Friedenspartei bleiben und lassen weg, was die Herrschaften von SPD und Grünen dazu erklären, dass die Grünen, dass sie uns nur dann als Politik fähig akzeptieren und nur dann mit uns in die Regierung gehen, wenn wir unsere Positionen zur NATO und zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr ändern. Warum sagt die Parteiführung und die Fraktionsführung nicht explizit zu diesen Erpressungsversuchen von führenden Leuten von SPD und Grünen etwas? Es ist an der Zeit, ihnen zu sagen, ihr müsst in dieser Frage auf uns zukommen, wenn ihr die Absicht habt, mit uns gemeinsam zu gehen. Aber nicht umgekehrt in dieser Frage. In dieser Frage nicht einen Millimeter, nicht einen Millimeter des Kompromisses. Letzte Bemerkung. Wenn wir die Auseinandersetzung um die Friedensfrage, ich gehe aus Zeitgründen auf anderes nicht ein. Nicht, dass ihr denkt, dass ich keine anderen Fragen für wichtig halte. Die soziale ist elementar, überhaupt keine Frage. Wenn wir in dieser Friedensfrage so damit umgehen, dann müssten wir uns ja positionieren. Dann müssten wir entweder sagen, mit uns kommt diesbezüglich kein Kompromiss in Frage, oder aus den und den Gründen ist es ein notwendiger Kompromiss, also zum Beispiel
für ein bisschen entgegengekommen in der sozialen Frage, von uns ein bisschen entgegenkommen in der Frage der friedenspolitischen Grundsätze. Und dann, wenn wir das thematisieren würden, hätten wir die Auseinandersetzung in der Partei. Dann würde sie geführt. Sie wird im Moment nicht geführt, weil die Sache nicht problematisiert wird. Und anstelle dessen Wünsche geäußert werden, wie schön es wäre, wenn die Sozialdemokraten und die Grünen anders wären, als sie sind, und man dann gemeinsam den grundlegenden Politikwechsel herbeiführen könnte. Das ist auch bezogen auf die innerparteiliche Demokratie sozusagen ein Problem. Und die Abschlussbemerkung: Es gibt keine Regierungsbeteiligung ohne unser Nachgeben in den friedenspolitischen Grundsätzen, denn es gibt eine Staatsräson. Und diese Staatsräson besagt, die Bündnisverpflichtungen in der NATO und in der EU sind anzuerkennen. Und wer das nicht anerkennt, der kann nicht in eine Bundesregierung. Das ist im Grunde genommen, und da ist nichts dran zu rütteln, da kann man sich wünschen, was man will, diese Staatsräson gilt. Und wir sind nicht aus irgendwelchen hehren Prinzipien gegen R2G, sondern weil wir, glaube ich, Realisten sind, mit wem wir es in welchem Staat zu tun haben. Ellen, ich will doch noch mal an einem Punkt nachhaken. Du sagtest, also die Sache wird an der Basis nicht problematisiert. Nun bist du ja nun wirklich an der Basis verwurzelt und in deinen Parteiaktivitäten und natürlich auch sonst kennst viele Leute und so. Also wie erklärst du es dir, dass da tatsächlich so wenig Widerstand artikuliert wird? Ich will jetzt, das ist vielleicht eine etwas gemeine Parallele, aber erinnern an eine fast schon historische Rosa-Luxemburg-Konferenz. Das war im Jahr 1998. Da hatten wir hier auf einem Podium den Jürgen Trittin sitzen von den Grünen. Da wurde auch die Frage ventiliert, wie hältst du es mit der NATO? NATO und die Grünen, Kriegsbeteiligung, also das war ein fürchterlicher Eklat, den das provozierte, beziehungsweise eine scharfe Zurückweisung seitens Trittin. Ein Jahr später, bekanntlich im März 99, setzte dann die Bombardierung Jugoslawiens ein und die Basis war, von der war da auch nicht viel zu hören. Also wenn man auf irgendetwas vertrauen kann, ist es doch im Prinzip diese Gegenbewegung von unten. Warum ist da so wenig zu hören? Was ist deine Einschätzung? Also weil du gerade Trittin sagst, der hat geäußert, wir Grüne sind gegen leichtfertige Militäreinsätze. Ist doch hübsch, ne? Aber jetzt zu der Frage. Also erstens, hier sind ja böse Worte über die Linkspartei gefallen. Wenn die Linkspartei durchgängig so wäre, wie sie hier teilweise geschildert hätte, wäre ich wirklich mit Sicherheit nicht mehr drin. Mit Sicherheit nicht. Die ist problematisch, aber so ist sie nicht. Die Basis, in der Basis der Partei gibt es im Grunde genommen zu der Frage der friedenspolitischen Prinzipien klare Positionen. Bei sehr, sehr vielen Genossinnen und Genossen, ich glaube, bei der übergroßen Mehrheit. Natürlich vertrauen wir darauf und da ist die Basis der Partei mit Sicherheit. Ich kenne die der Grünen nicht, aber ich glaube, die ist sozial etwas anders drauf. Und auch von der sozialen Prägung her, ein großer Teil kommt aus der Linken in den alten Bundesländern und der andere Teil kommt aus der DDR. Und obwohl wir also manchmal Kriegsspielzeug hatten, in Kindergärten hat ja die DDR bekanntlich größere Kriege nicht geführt. Also um das mal zynisch zu sagen. Sie war ein Friedensstaat, war sie wirklich. Sie war auch antifaschistisch, war sie wirklich. Das Problem ist,
Wenn sich alle darauf verlassen, dass in der Frage alles klar ist und bestimmte Dinge im Detail nicht so verfolgt werden, dann denkst du, muss ich ja nicht unbedingt drüber reden. Uns bewegt ja im Moment viel mehr die AfD und die Debatte über Flüchtlinge, die außerordentlich wichtig ist. Das ist gar nicht die Frage. Aber das scheint im Moment nicht so das Problem zu sein. Und wir müssen alles tun. Ich hoffe, dass auch die heutige Konferenz in der Ausstrahlung dazu beiträgt, dass es deutlich wird, dass es ein Problem werden kann. Und dass, wenn Ramelow erklärt, wir wollen doch mal die NATO ein bisschen ausklammern, dass das nicht ein Versprecher ist, dass das nicht eine Meinung unter vielen ist, sondern es ist die Position einer entscheidenden Galionsfigur dieser Partei. Also ich habe Vertrauen in die Basis der Partei. Ich weiß aus vielen, vielen Gesprächen und Diskussionen, nicht nur mit Mitgliedern der Kommunistischen Plattform, wir sind da alle katholisch, völlig klar, aber bei vielen anderen, dass die nicht wollen, dass die friedenspolitischen Prinzipien in Frage gestellt werden. Aber ich weiß auch, ansonsten wäre ich auch eine Voluntaristin, ich weiß auch, wenn lange genug getrommelt wird, es gibt keine Alternative und die Rechten und wir müssen uns zusammentun, wird das nicht ohne Wirkung bleiben, wenn das nicht parallel damit verläuft, dass gesagt wird, jetzt wollen wir uns mal über den Preis unterhalten, den das hätte. So, jetzt sind eine ganze Reihe sehr grundsätzliche Bedenken aufgeworfen worden mit Blick auf eine solche Konstellation auf Bundesebene Rot-Rot-Grün. Es ist auch die Schwäche der Basis zur Sprache gekommen, von der du eben auch sprachst. Bernd, willst du dich nochmal äußern zu den grundsätzlichen Bedenken, die deine Vorrednerinnen und Vorredner geäußert haben? Ja, natürlich immer. Ich teile ja ein gewisses Misstrauen oder ein gewisses Bedenken, dass natürlich eine Partei, die überall parlamentarisch unterwegs ist oder die sogar an Länderregierungen beteiligt ist, immer in Gefahr ist, Anpassungsprozesse zu erleben. Ja, das ist nichts Neues in der Geschichte und das trifft natürlich auch auf die Linke zu. Aber ich würde ehrlich gesagt diese Begründungszusammenhänge aus verschiedenen Gründen völlig, denen würde ich widersprechen. Also die Basis der Linken ist immerhin, sagen wir mal, nicht so ganz klein. Wir haben 330 Kreisverbände. Wir haben da auf Parteitagen klare Positionen. Da mache ich mir ehrlich gesagt um die Frage in der Friedensfrage keine allzu großen Sorgen. Dass man da wachsam sein muss und dass man da gucken muss, ist immer so. Und dass die Gefahr besteht, wenn Tauschgeschäfte gemacht werden, dass da was unter die Räder kommt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass unsere Partei das überleben würde, wenn ich auch nur annähernd die Stimmung auf Parteitagen richtig einschätze. Ich möchte aber schon noch mal ein bisschen grundsätzlich was auch zur Strategie sagen. Natürlich kann man von kleinen revolutionären Parteien oder Basisansätzen aus diskutieren. Dann kann man so diskutieren, wie man das hier macht. Aber eine Partei, die praktisch 10% Stimmen hat in der Bevölkerung und ja nicht ganz umsonst, wir sind auch nicht quasi als eine revolutionäre Partei gegründet worden, sondern das ist ein Zusammenschluss verschiedener linker Strömungen. Und die Stärke, dass wir 10% haben, liegt da genau drin, dass die Linke keine Kaderpartei ist, sondern es geschafft hat, verschiedene linke Strömungen und Traditionslinien in einer Partei zu vereinen. Und auch wenn hier sehr viel Misstrauen oder sonst was besteht, hat die Existenz dieser linken Partei dazu geführt, dass wir in diesem Land in vielen Fragen eine andere Diskussion hatten. Ich hatte als Gewerkschafter die Zeit erlebt, 2000, die ganzen 90er Jahre, wie die Gewerkschaften mit dem Rücken zur Wand standen, in der Defensive waren, die soziale Frage praktisch keine Rolle mehr gespielt hat, der Neoliberalismus voll ideologisch auch gesiegt hat. Und erst seit diese Linke gegründet wurden, gibt es einen anderen Diskurs in diesem Land. Sind praktisch überhaupt wieder Spielräume da, auch für Gewerkschaften, für linke Debatten.
Und wenn man kritisiert, dass es alles nicht revolutionär genug ist, dann muss man eben seine eigenen revolutionären Gruppen machen und gucken, was man dort für eine Ausstrahlung hat. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Es widerspricht sich auch gar nicht dem, dass es eine linke Kraft gibt. Aber diese Linke hat eine klare Funktion in dieser Gesellschaft, die sie auch ausübt. Das Zweite, ich halte dieses Staatsverständnis begrenzt. Der Staat ist ein Klassenstaat, da braucht man mich nicht belehren. Also ich mache mir da auch gar keine Illusionen. Aber ich meine, auch die marxistische Staatstheorie hat sich weiterentwickelt. Der Staat ist auch ein umkämpftes Feld und ein Ausdruck quasi der Klassenauseinandersetzungen im Land, der Stärken und Schwächen. Und es ist und bleibt trotzdem Kapitalismus, aber ein Kapitalismus mit Krankenversicherung ist ein anderer wie einer ohne. Kapitalismus mit Rentenversicherung ist ein anderer wie einer ohne. Ja, also es ist nicht einfach so, dass quasi Staat gleich Staat ist, sondern ein Ausdruck auch von Kräfteverhältnissen. Dazu brauchst du im Übrigen nicht nur außerparlamentarischer Bewegungen, sondern brauchst auch organisierter Parteien, die diesen Prozess organisieren, auch wenn gerade nicht überall der Klassenkampf tobt. Über Klassenkampf rede ich ganz gerne, da verstehe ich glaube ein bisschen was davon, weil ich in diese ganzen Kämpfe involviert war, glaube auch nicht einen unmaßgeblichen Beitrag dazu geleistet habe, dass insbesondere im Dienstleistungsbereich sehr viele Streiks und Auseinandersetzungen stattfinden. Aber wenn du die SPD zum Beispiel als Verbrecherpartei bezeichnest, dann haben wir doch aus der Geschichte, nee Leute, da habt ihr aus der Geschichte der Linken nichts gelernt. Weil ich habe, nein, habt ihr nichts gelernt, weil kann man so machen, aber wir wollen doch die sozialdemokratischen Mitglieder und die sozialdemokratisch denken mit uns auf der Straße haben. Ich bin mit sehr vielen Leuten auf die Straße gegangen, in Stuttgart die Landesleiterin von Verdi, mit der ich viele Streiks organisiert habe, ist jetzt Landesvorsitzende der SPD in Baden-Württemberg. Wenn ich sage, die ist in einer Verbrecherpartei, Leute, es ist völlig aussichtslos, diese Gruppen von Gewerkschaftern, die stark sozialdemokratisch geprägt sind, in solche Kämpfe zu führen. Das hat auch die KPD in den 20er Jahren mal gemacht, statt ein Bündnis quasi mit den Sozialdemokraten gegen den Faschismus zu machen. Wir sollten nicht quasi die gleichen Fehler machen. Wir sollten schon die SPD insbesondere, und damit meine ich auch ganz stark die Mitglieder, es ist nicht einfach so, dass man Führung und Mitglieder völlig unterschiedlich ansprechen kann. Also das beweist die Historie. Wir sollten sie in diese sozialen Kämpfe reinbringen und wir sollten sie nach links drängen. Mit wem wollt ihr denn um Gottes Willen den Klassenkampf machen? Also und ich meine, hier im Raum dann diskutieren, was alles revolutionär ist und was Klassenkampf ist und dass man dazu keine linke Partei offensichtlich braucht, das halte ich dann doch ein bisschen für wesentlich weltfremder als die Illusionen, die wir uns scheinbar über Rot-Rot-Grün machen. Der zweitletzte. Wir haben, und was ich auch gesagt habe, wir haben überhaupt nicht unser Programm und unsere Linien, für was wir bereitstehen und nicht an der SPD oder an den Grünen ausgerichtet. Und das finde ich auch vollkommen schlau. Ich meine, wenn die Linke jetzt hinsteht und sagt, wir wollen auf keinen Fall mit denen regieren, weil es in Anführungszeichen Verbrecherparteien sind oder weil sie die falschen Klasseninteressen wahrnehmen, was bringt das? Wenn wir aber sagen, wir machen keine Politik, die nicht die Renten erhöht, die keine Kriegseinsätze hat, dann haben die Leute klare Maßstäbe, für was die Linke zur Verfügung steht und für was sie nicht zur Verfügung steht. Und ich mache mir doch überhaupt nichts vor über den Zustand und über den Stand der politischen Entwicklung der Linken. Also wenn man hier quasi mit Stärke und Wortradikalismus argumentiert, hat man ein bisschen übersehen, wie gerade der Zustand in dieser Gesellschaft ist. Sondern die Erwartung, selbst bei den linken Anhängern, ist von 90%, zeigen alle unsere internen und externen Umfragen, dass wir in Regierungen gehen. Die Leute wollen... Naja, das kann man jetzt glauben oder nicht glauben, aber es ist so. Wir würden sofort, wenn wir mit so einer Position hinstellen, sofort 5-6% an Stimmen verlieren. Und, ach, na und, ja gut, wenn man sagt, na und,
Aber es ist doch viel klarer, wenn wir sagen, die Leute wollen ja nicht, dass wir regieren ohne Bedingungen. Die wollen, dass was erreicht wird und dass Verbesserungen eintreten. Ist doch völlig klar, wenn diese Verbesserungen nicht eintreten, gehen wir nicht in so eine Regierung. Da haben wir klare Bedingungen dafür. Das ist auch meines Erachtens für die Leute völlig nachvollziehbar. Jetzt könnt ihr glauben oder nicht glauben, dass diese Bedingungen ernst gemeint sind. Für mich sind sie ganz ernst gemeint. Und es ist doch völlig klar, wenn wir Zugeständnisse machen müssten bei Kampfeinsätzen der Bundeswehr, würden wir nicht in eine Regierung gehen. Und wenn wir Zugeständnisse machen müssten bei neoliberaler Politik, würden wir dort nicht reingehen. Das ist im Übrigen für unsere Wähler und für unsere Mitglieder nachvollziehbar. Ein anderer Standpunkt ist, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Wenn man natürlich will, dass die Linke eine kleine Kaderpartei ist, dann kann man so argumentieren. Ich will das nicht. Ich bin relativ froh darüber, dass wir geschichtlich nach vielen Jahrzehnten der Ausdauerung in Deutschland eine linke Partei mit 10% haben. Und dass wir eine linke Partei im Parlament haben, die bisher alle Auslandseinsätze der Bundeswehr konsequent abgelehnt hat. Im Übrigen auch alle Asylrechtsverschärfungen. Entschuldige, ich muss jetzt tatsächlich... Ein Satz nur. Dass wir in der Griechenland-Krise die einzigen waren, die diese Politik der Bundesregierung, diese Erpressung kritisiert hat. Ich will mal nicht dran denken müssen, was hier los wäre in dem Land, wenn es eine solche politische Kraft nicht gibt. Und deswegen werde ich alles dafür tun, dass diese Partei tatsächlich auch in den nächsten Bundestag mit zweistelligem Ergebnis einführt und dass sie einen klaren politischen Kurs hat, der an ihren Zielen, die ich hier formuliert habe, ausformuliert ist. Und ich glaube auch, dass wir nur eine Chance haben, wenn wir in dieser Politik glaubwürdig sind. Die Glaubwürdigkeit ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir diese Glaubwürdigkeit herstellen. Und das wird dann die Geschichte zeigen, ob uns das gelungen ist oder nicht. Ich glaube, wir haben da ganz gute Voraussetzungen. So, ich bedauere das sehr, dass die Zeit schon so fortgeschritten ist, weil ich denke, dieses Podium, die Diskussion eine interessante Wendung genommen hat hier in den letzten, der Schluss, sozusagen auf der Schlussgeraden, weil der Bernd Rieksinger nämlich zwei interessante Fragen angesprochen hat und damit direkt zwei Teilnehmer hier auf dem Podium. Zum einen ist das die Bündnisfrage einmal anders gewendet, nämlich von der Basis her betrachtet, da bist du angesprochen worden, Aytac. Und dann fiel das berühmte, das Stichwort Kaderpartei und da habe ich Patrick zusammenzucken sehen ein bisschen. Vielleicht wollt ihr beiden nochmal euch äußern, also wir haben 10 Minuten Zeit noch, Aytac. Und Ellen kriegt auch noch einen Satz. Und dann müssen wir leider tatsächlich... Aytac. Wir sind ja angesprochen worden als eine kleine Basis, ein kleiner Basisverein. Ja, das stimmt, Bernd, wir sind ein kleiner Basisverein. Aber dafür reden wir ganz schön Tacheles und haben ganz schön gut durchgehalten die letzten 10 Jahre und haben uns ganz schön gut entwickelt. Also wir sind sehr stolz auf unseren kleinen Basisverein. Dass ihr aber nicht mehr Politik macht, die an der Basis orientiert ist, dafür sind wir nicht schuld. Und liebe Ellen, ich teile wirklich ganz, ganz viel, was du gesagt hast. Aber und wenn meine Worte böse gewesen sein sollen, sollen sie es von mir aus gewesen sein. Aber was daran war falsch? Das ist doch die Frage. Und es ist nicht so, sozusagen, dass ich hier irgendjemanden persönlich angreifen will. Das liegt mir fern. Ich kenne Bernd nicht und darum geht's nicht. Aber Bernd Rieksinger ist der Vorsitzende dieser Partei. Und ich muss... Und dafür trage ich Verantwortung auch vor meinem Verein und ich kann euch garantieren, wenn nicht ich hier sitzen würde, sondern andere Vereinsmitglieder, dann würde es hier ganz anders zugehen. Es ist so. Deswegen haben wir dich eingeladen. So. Ja, deshalb wurde ich eingeladen, sagt Stefan. Sehr schön. Damit es hier zumindest ein bisschen friedlich bleibt. Es geht hier nicht um markige Sprüche und ich glaube, das ist so der Vorwurf, der im Raum steht, um irgendwelche radikalen, keine Ahnung, Slogans, die wir in den Raum werfen wollen. Ja, Bernd, die Geschichte wird es zeigen.
Da können wir jetzt alle uns hinsetzen und spekulieren, aber die Geschichte hat schon auch sehr viel gezeigt. Und das können wir doch nicht ignorieren. Und das muss die Grundlage sein für das, was wir in Zukunft tun. Und das ist das, was ich hier sozusagen gemacht habe. Ich habe einmal in die Vergangenheit geguckt und ich finde, es ist Kümmelspalterei, sich dann die Frage zu stellen, hießen wir damals Linkspartei ja oder nein? Es gab niemals eine Distanzierung von dieser Politik und das, was ihr heute macht, ist eine Fortsetzung dieser Politik dort, wo ihr regiert. Und deshalb kann ich nicht sozusagen mich hinstellen und so tun, als würde ich das nicht sehen, genauso wie viele andere es auch nicht tun. Wir haben eine ganz klare Perspektive, die ist sehr, sehr, sehr schwer und das müssen wir uns natürlich auch klar machen. Zu sagen, wir wollen Klassenbewusstsein herstellen, zu sagen, wir wollen uns organisieren, ist eine immense Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Und das ist sehr einfach, sich hinzustellen. Und ich glaube dir absolut, Bernd, wenn du sagst, wir haben keine Illusionen. Und da würde ich sagen, Ellen, du sagst, das wäre Wunschdenken und so weiter. Da hast du etwas falsch verstanden. Der Bernd hat keine Illusionen. Er glaubt daran, dass er an der Regierung beteiligt werden will und will es auch. Hat es auch ganz eindeutig getan. Also deshalb glaube ich nicht, dass es hier um Illusionen geht. Es geht nicht um Illusionen. Es geht darum, an der Regierung beteiligt werden zu wollen. Und wir haben, und das gebe ich zu, natürlich eine schwierige Aufgabe vor uns. In diesem Land ist alles kaputt gemacht worden, was auch nur ein Geschichtsbewusstsein in der Arbeiterklasse da war. Und nur mal, um klar zu machen, worum es uns geht. Wir arbeiten an der Basis mit CDU-Mitgliedern, natürlich auch mit SPD-Mitgliedern. Das ist doch ein alter Käse sozusagen, uns vorzuwerfen, weil wir die SPD-Führung kritisieren. Die Partei als solches, die immer noch, ich würde dazu stehen, Verbrechen begeht in diesem Land. Die Lebenserwartung ist gesunken, die Kinderarmut ist gestiegen in diesem Land. Ist das denn etwa kein Verbrechen? Wir haben Kriegseinsätze geführt, der deutsche Imperialismus konnte sich das ohne SPD den nicht erlauben und du sagst, nein, das ist keine Verbrecherpartei. Natürlich werden wir an der Basis mit jedem Sozialdemokraten zusammenarbeiten, der bereit ist, mit uns zu kämpfen. Aber wir verkaufen nicht sozusagen das, was wir schon wissen, nur deswegen, weil wir irgendwie meinen, man müsste sich der Macht anbiedern. Patrick. Also, fangen wir an dort, wo wir uns vielleicht einig sind. Ich bin ungeheuer dafür, dass wir die Teile der Arbeiterbewegung, der Arbeiterklasse, die sozialdemokratisch hegemoniert sind, dass wir diese in Kämpfe einbeziehen, um sie in Widerspruch zu der Politik ihrer Partei zu bringen, die den objektiven Charakter der Sozialdemokratie als Arzt am Krankenbett des Kapitalismus zum Ausdruck bringt. Ich widerspreche aber aufs Schärfste, dass diesem Vorhaben, was wichtig ist, was immens wichtig ist, dass diesem Vorhaben irgendwie dient, wenn sich Parlamentariergruppen hinter verschlossenen Türen treffen oder wenn sich Funktionäre von Parteien hinter verschlossenen Türen treffen. Das mobilisiert weder die Sozialdemokraten noch eure eigene Basis. Ich bringe einen zweiten konstruktiven Punkt. Ich glaube, wir müssen über manche Dinge der Einschätzung einfach mehr diskutieren. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Als Minsk II war, dürft ihr nicht vergessen, Steinmeier, der jetzt von der SPD ins Bundespräsidentenamt gehoben wird, war ja der größte Aggressor in der ganzen Frage Umzingelung Russlands und der Ukraine. Dann kam irgendwann Minsk II. Ich war beruflich mit dem Auto unterwegs und dann wurde ein Politiker eingespielt mit dem Satz, heute können wir mal stolz auf unsere Kanzlerin sein. Die hatten zuerst nicht gesagt, wer es war. Es war Dietmar Bartsch. Jetzt werfe ich Dietmar Bartsch nicht vor, dass ich mit ganz vielen mit ihm nicht einverstanden bin, sondern ich werfe ihm vor, dass er die Imperialismusanalyse entsorgt hat und nicht mehr in der Lage ist zu analysieren, dass Merkel nicht plötzlich zum Friedensengel geworden war durch Minsk II, sondern weil der deutsche Imperialismus eine andere Strategie und Taktik in diesem Moment verfolgte, wie der US-Imperialismus, um dieselben Ziele durchzusetzen. Und deswegen mache ich den konstruktiven Vorschlag, Bernd, lass uns doch mal wieder über Imperialismus reden.
weil wir mal wieder darüber reden müssen, dass Kräfteverhältnisse natürlich auch sich parlamentarisch niederschlagen, aber keineswegs nur was mit Parlamentarischem zu tun haben, sondern sie haben mit Kräften, mit Kapitalfraktionen um Ähnlichen zu tun. Und wenn man das nicht mehr analysiert, wird man von der Strategie und Taktik falsch gehen. Und da kannst du sagen, und da hast du ja ein Stück recht, Köbele, du kannst das in deinem kleinen Laden schön machen. Das ist aber keine Entschuldigung, dass ihr es nicht mehr macht. Als letzten Satz, ja, diese DKP ist klein, ja, diese DKP ist alt, aber ich fürchte darum, und zwar ich fürchte auch um die Entwicklung der Linkspartei, wenn sie links neben sich keine kommunistische Partei hätte, und deswegen arbeite ich für deren Stärkung. Ellen, bitte. Drei Bemerkungen. Erstens, Aytak, du hast was missverstanden. Ich habe nicht deine Ausführungen kritisiert, sondern eine bestimmte Art aggressiver Zwischenrufe, als Bernd gesprochen hat. Und dabei bleibe ich auch, ich finde, wir sollten eins als Grundvoraussetzung haben als Linke, eine Kultur untereinander. Zweite Sache. Ich denke, wir reden auch weiter miteinander. Zweite Sache, zu der Formulierung Verbrecherpartei. Ich finde, die SPD hat viele Verbrechen begangen, angefangen bei der Zustimmung zu den Kriegskrediten. Und da sind auch ein Haufen Leute drin, die, sagen wir mal, eine Politik machen, zurückhaltend ausgedrückt, die ich für kriminell halte. Auch heute, Kriegen zuzustimmen, ist kriminell. Aber wenn ich in meinem Flüchtlingsrat in Berlin, wo auch Sozialdemokraten drin sind, den Begriff Verbrecherpartei verwenden würde, dann würden die mit mir nicht mehr reden. Das ist es, worum es geht. Wenn für eine ganze Partei eine solche Stigmatisierung gebraucht wird, dann stigmatisiert man auch die, mit denen man eigentlich Schritte gemeinsam gehen kann. Nur darum geht's. Und die dritte und letzte Bemerkung. Ja, wir sind keine sogenannte Kaderpartei. Wir sind eine plurale Partei. Wenn es anders wäre, könnten welche wie die kommunistische Plattform da nicht drin sein. Oder wenn es eine wäre, wo wir nur zu sagen haben, könnten diejenigen, die in die sozialdemokratische Richtung tendieren, nicht drin sein. Das ist historisch gewachsen. Darüber kann man reden, von der Wende angefangen. Wie man auch immer zu der Sache steht. Und ich meine, ich habe kritisch genug über meine Partei gesprochen, glaube ich. Ich muss das hier nicht noch mal wiederholen. Wie man auch immer dazu steht. Patrick, ja, es ist gut, dass es euch links neben der Linken gibt. Aber glaube mir, es ist auch gut, dass es die Linke bei der DKP gibt. Wenn die Linke in diesem Land verschwinden würde, das wäre einer der größten Triumphe der deutschen Bourgeoisie. Darauf sollten wir uns, das können wir verwetten. Und wir sollten zwei Dinge tun. Darum kämpfen, dass sie nicht weiter nach rechts rutscht und darum kämpfen, dass sie nicht kaputt geht. Und dass sie nicht kaputt geht, ist für uns als Kommunisten auch damit verbunden, dass sie nicht in eine Regierung geht, wo sie nur kaputt gehen kann. Ja, ich bedauere sehr, dass wir die Diskussion an diesem Punkt beenden müssen. Das Schlusswort hat jemand, der gar nicht auf dem Podium sitzt, sondern im Publikum, nämlich unser sehr geschätzter und langjähriger Autor Otto Köhler. Herzlich willkommen, Otto Köhler, hier auf der Konferenz. Er hat einen Punkt aufgegriffen, der uns hier auf dem Podium auch an mehreren Stellen beschäftigt hat, nämlich die Äußerung des regierenden Bürgermeisters Oh, Otto Köhler. Hallo. Er macht es selber. Bitte, Herr Köhler. Nein, Sie machen das schon. Bitte.
Kommen Sie rum. Ja, ich will es kurz machen. Wir sollten uns beim regierenden Bürgermeister von Berlin bedanken, dass er Klarheit geschaffen hat über das Thema, über das wir heute Abend gesprochen haben. Ich schlage vor, eine Entschließung. Wir, die Teilnehmer der Rosa-Luxemburg-Konferenz über eine Regierungsbeteiligung der Linken, danken dem regierenden Bürgermeister für seine klare und eindeutige Entscheidung gegen uns und alle Linken. Wir fordern die Partei, die Linke, auf, sich mit André Holm aus diesem Senat zurückzuziehen. Bitte das so. Ja, herzlichen Dank, Otto Köhler. Vielen Dank auch nochmal an die Teilnehmer hier auf dem Podium. Aytak Barani, Ellen Brombacher, Patrick Köbele und Bernd Rieksinger. Herzlichen Dank.